Mein Name ist Christian Röpkes, ich bin Regionalleiter für den Bereich Bad Bramstedt, Hennstedt, Ulzburg und Brokstedt von der VR Bank in Holstein. Ja, was haben wir uns gedacht? Wir haben da angefangen, wo es, finde ich, gesellschaftlich sehr, sehr wichtig ist, nämlich bei den Kleinsten etwas für Kinder zu tun und hier insbesondere für Krippenkinder, die teilweise noch nicht so mobil sind und die natürlich auch die Welt entdecken wollen. Was gibt es da Besseres als einen Krippenbus? Das heißt elektronisch, also die Erzieherinnen müssen auch nicht so doll mehr schieben, können die kleinen Mäuse dann jetzt hier die Stadt Bad Bramstedt erkunden, zum Beispiel die Schlosswiese, und können Ausflüge planen. Ja, als VR-Bank, wir sind eine Genossenschaftsbank, ist es für uns wichtig, Menschen zu beteiligen, zu aktivieren, und wir haben alle Kindergärten von diesem tollen Projekt informiert und die Eltern wurden eingebunden. Man musste nämlich Zeitungskupons sammeln und der Kindergarten mit den meisten ausgezählten Stimmen, und das waren hier 6 Kindergärten, haben jeweils diesen Bus für 5.490 Euro gewonnen. Das ist uns ja ein Herzensthema, hier aktiv zu sein und halt für die Kleinsten was zu tun. Mein Name ist Inken Tietgen, ich bin hier stellvertretende Leitung und Heilpädagogin. Hallo, ich bin Sophie Bink und ich bin Erzieherin der Wühlmäusegruppe. Wir haben eine E-Mail erhalten von der VR-Bank, an einem Gewinnspiel teilzunehmen, haben das dann gleich umgesetzt mit vielen Eltern, die uns unterstützt haben, Freunde, Eltern, und waren sehr froh, gewonnen zu haben. Wir haben einen Kinderbus gewonnen für Ausflüge, der sogar elektrisch ist. Wir werden den nutzen, vor allem für die Kleineren, die da noch nicht so viel am Stück laufen können, um die da reinzusetzen, damit die nicht die ganze Zeit laufen müssen. Für Ausflüge zum Beispiel zum Spielplatz oder zur Kirche oder vielleicht auch zum Wildpark Ekold. Schlosswiese, genau, die wird auch gerne genutzt. Wir sind super dankbar, dass wir das jetzt haben. Ich glaube, wir werden das noch viele Jahre gut nutzen können, weil wir ja auch immer kleine Kinder haben, die nicht so gut zu Fuß sind. Also vielen Dank. Gehen Sie auf unsere Homepage, gehen Sie auf unser Ding. Da ist es so, dass wir aktiv Projekte bewerben, dass wir auch Projekte unterstützen. Wenn Sie als Verein, als Kindergarten Projekte haben, gehen Sie auf uns zu. Wir unterstützen Sie dabei auch, diese dann umzusetzen. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.